wo ich ja schon sehr jetzt gespannt bin, was da passiert und wo wir als nächstes hinkommen. Press E to interact. So, und jetzt habe ich hier irgendwie die unendlichen Weiten des Weltraums ausgelöst. Und kann hier durch diesen Raum anscheinend schweben. Ja, testen wir. Oh. Okay. Oh, das ist... Also hier ist quasi Landstraße und hier ist Highway. Kann ich mich da rein teleportieren? Ja, kann ich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Alter, mit diesem Tunnelschnellreisesystem. Ja, aber da wollte ich auch genau hin. Das ist ja auch der einzige Ausweg oder Ausgang. War ja dann gar nicht so falsch. How did you get back here? Why are you following me? Look, it's too late now to apologize. Just let me go. Aha. Wobei sie leichte außerirdische Tendenzen hatte. Was ist das denn? Eine Konsole. Oh, hier werde ich wieder durch die Gegend geflippert. Dann gucke ich doch erstmal hier oben. Ach so, da ist eine Wand vor. Gut, da komme ich nicht hin. Dann gucken wir doch mal hier rein. Hier könnte ich... Ach, hier muss ich. Warum wechselt der sofort? Also ich habe jetzt den Wechselbefehl nicht zum Swappen gegeben. Ach, das macht er hier dann einmal komischerweise automatisch. Naja, gut, okay. Na gut, soll mir dann recht sein, wenn er das tut. Können wir hier uns nochmal mit dem Stein unterhalten. Why does the other mind scream inside? Ja, keine Ahnung. Oh, ich wollte es eigentlich gar nicht tun. Verdammt. Alter Schwede, jetzt sind wir hier in so einem Röhrenpostsystem. Alter Schwede, hier kann man ja wahrscheinlich nicht überall aussteigen. Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich Mindfuck hier. Wo kommt man denn hier überall hin? Hä, wo bin ich denn jetzt? Alter Schwede, jetzt bin ich hier... Ach, jetzt habe ich hier überall dieses Röhrenpostsystem aktiviert. Komme ich denn jetzt schon wieder raus? Da. Und wenn ich jetzt da reinspringe, komme ich wo wieder raus? Auf der anderen Seite vielleicht? Ne, da will ich auch nicht sein. Da war ich ja schon. Ich würde gern... Ja, das sieht doch gut aus. Genau. Hier bin ich Fan von, weil da bin ich ja irgendwo so ein bisschen, wo ich hin will. Zum sprechenden Stein. Erstmal wieder ein gutes Gespräch mit dem führen. So, ich wollte jetzt nicht dieses Röhrensystem nehmen. Ich wollte doch erstmal gucken, wo ich hier hinkomme, wenn ich in den nächsten Raum gehe. Ah, da oben ist... Alter Schwede, ein Steinzerkleinerungssystem. Ich glaube nicht, dass die ganzen Steine hier das in Ordnung finden. Was ist das denn da, was da so blinkt? Ist das tödlich? Nein, ist nicht tödlich. Konsole, da brauche ich noch mehr Orbs. Oh Gott. Ja, ist super hier. Es fängt ja ziemlich harmlos an und zieht dann krass in der Schwierigkeit an. Und dann wird es dazu richtig komplex. Also wie gesagt, es gibt jetzt hier Milliarden von Möglichkeiten, wo man überhaupt hin kann. Ich meine, sich jetzt allein durch dieses Röhrensystem hier zu porten, ist ja schon eine Kunst für sich, weil ich kann jetzt ja hier die Zeit wieder anhalten und mich hier rüber swappen und hier raus swappen und kann dann hier so rüber gehen und weiß gar nicht, warum ich hier hin will, weil ich könnte natürlich auch in die anderen Wege gehen. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal eine große Erkundungstour, um zu gucken, wo man überhaupt hin muss. Was passiert hier? Also schalte ich wieder das Licht aus. Okay, aber hier... Oh Gott, kann ich da hin?
Nee, hier ist wieder rotes Licht, da komme ich nie so wirklich hin. Und da oben ist aber ein Stein, den ich brauche. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu diesem Stein? Ach, der fällt dann einfach durch. Okay, das sind keine... Ach so. Ich kann hier einfach hoch. Alter. Also muss ich erstmal das Ding da auskriegen. Und das kriege ich aus. So kriege ich das aus. Verstehe. Oder ist es besser eventuell... Moment. Nee, so rum funktioniert es nicht. Ich habe überlegt, ob ich mir einen Klon da hinschießen kann, aber es geht nicht, weil die Lichter da sind. Die Frage ist, wo kriege ich... Hier kriege ich... Ja, aber dann kann ich den anderen nicht bewegen. Bräuchte genau hier noch einen Klon, der das Licht hier ausschalten kann, der auf der Plattform bleibt. Ich kann mir hier oben einen hinmachen. Na, Moment, machen wir mal. Alter, ich hätte gern meinen... Den da... Nein. Böse. Ich würde gerne in den Klon switchen. Ja, es funktioniert aber nicht wegen dem roten Licht, glaube ich. Hallo? Nee, das geht nicht. Warum nicht? Ich würde doch so gern. Was passiert denn, wenn ich dich da hinsetze? Kann ich jetzt in dich switchen? Nein, kann ich auch nicht. Naja, und jetzt habe ich mein Limit an Klonen erreicht. Ist natürlich nicht so schön. Ich muss mal ganz kurz hier resetten. So. Also da das blaue Licht da weg ist, muss ich ja irgendwie einen Klon auch auf diese Plattform bringen. Nur die Frage ist, was bringt mir das? Und ich kann nicht rein switchen. So, und jetzt würde ich gerne tatsächlich da hinten einen Klon auf dieses Ding reindingseln, aber das geht nicht, weil da noch die Lampe an ist. Wo die Frage ist, wie kriege ich diese Lampe denn da aus? Also wahrscheinlich durch diese Plattform. Aber ich weiß nicht, wie ich auf diese Plattform kommen soll. Verstehe ich nicht. Ach doch, Moment, die Plattform hier unten schaltet die Lampen... Ah, die schaltet beide Lampen aus. Alter Schwede, wie soll das denn funktionieren? Ich brauche also einen hier. Ich brauche einen Klon hier. Pass mal auf. So, ich möchte jetzt bitte mal... Geht das technisch? Ich hätte gern hier unten einen Klon. Hallo? Und dann jetzt Klon machen. Nein, funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt einen mache, wenn ich hier stehe? Kann ich nicht? Das funktioniert. So. Ah, das geht aber nicht. Aber das geht. Aber hier kann ich auch nicht swappen, weil hier auch rot ist. Machen wir es nochmal. Und gucken jetzt nochmal mit dem dritten Klon. Den wir jetzt so holen. Wieso ist der tot? Wieso ist der jetzt gestorben, während die anderen überlebt haben? Das verstehe ich nicht. Hier kann ich echt nicht swappen. Das ist ein bisschen unschön. Also bringt das schon mal nichts. Uah, bleib da bitte stehen. So. Jetzt habe ich da einen. Jetzt kann ich da zurückgehen. Und der steht in der Mitte hier. Aha, aha, aha. Okay. In den... Ne, was bringt mir das denn? Das bringt mir gar nichts. Wenn ich da jetzt... Ach nee, Moment. Ich muss in den.
Na, das geht wieder nicht. Kacke, Mann. Ich darf jetzt, also ich da muss hier oben einen hochschießen von hier. In den ich aber nicht teleportieren kann. Warum nicht? Ja, jetzt muss ich nochmal resetten. Also ich darf den ja hier unten nicht wegziehen. Also der muss definitiv da stehen bleiben, damit hier hinten aus ist, damit ich mich nachher da drauf teleportieren kann. So, ich kann mir jetzt hier oben einen machen. Ne, das funktioniert. Hä, wie habe ich das denn jetzt gerade geschafft? Hatte ich. Ach ne, ich konnte mir direkt hier einen machen. Genau, den habe ich ja nie gesteuert. Verstehe ich. Ich kann nicht swappen. So, dann fliegt der rüber und ich müsste... Ach, das funktioniert! Okay, jetzt habe ich das Rätsel rausgefunden. Während ich da oben tatsächlich abgetrieben werde, kann ich den anderen, meine anderen Klone steuern und die machen dann quasi das, was die Hauptperson in dem Moment nicht ausführen kann. Dann kann ich das nämlich so machen. Und... mache mir jetzt erstmal hier einen Klon. So, der wird nämlich jetzt hier runtergetrieben. Dann lasse ich mich hochschießen und währenddessen kann ich mit dem Klon hier rüberlaufen. Und der schaltet das Ganze aus. Und dann kann ich hier oben einen Klon machen. Und dann kann ich hier einen Klon machen. Und da kann ich mich jetzt auch rein teleportieren und hab die Kugel. Ole! Ziemlich tricky. So, dann sind wir in dem Raum fertig. Und wir müssen irgendwie nach oben und unten und überall hin. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier als nächstes eventuell in Angriff nehmen. Wobei die Frage ist, wo ist... Ach, hier ist oben. Ja, komm, gehen wir doch nach oben. Dann einmal einen kurzen Zwischenstopp hier, zack. Dann gehen wir nämlich hier mal gucken. Achso, da wäre ich sowieso gelandet. Wie praktisch. Was haben wir denn hier? Teleportmaschinen. Teleportmaschinen. Alter. Press E to with teleport. Ja, mach mal. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja wirklich Gehirnklebe. So, ich muss da oben hoch. Wie komme ich da hoch? Hier kann ich Klone machen. Die dann da einfach runterfallen. Und ich kann... Dank. Hallo? Ja, mach doch mal. Ach, das ist ja jetzt ja... Doch, es ist schwer, oder? Kann ich hier einen Klon machen? So, jetzt... Alter Schwede. Nein, nein, nein. So funktioniert es nicht. Großartig. Alle mal zu mir. Kommando, Klontruppe, bitte bei mir sammeln. Wir müssen mal ganz kurz nochmal von vorne anfangen. So, den möchte ich ja da bitte haben. Jetzt ist die Frage, ob ich da reinkomme. Nein, in den komme ich nicht rein. Pass auf. Alter, das funktioniert nicht. So, ich muss auf diesem Teleport-Moped hier stehen bleiben. Klone zu mir. Alle weg. So. Auf den Teleport-Moped möchte ich bitte, genau. Und dann möchte ich da oben, hallo, da oben, so einen Klonmann. Und jetzt möchte ich bitte porten. Danke. Und jetzt möchte ich einmal da rein. Und jetzt ist die... Warum ist mein Klonmann weg? Ach, weil da... Ach, da oben ist eine Laterne. Das ist nicht so schön. Das habe ich nicht bedacht bei der ganzen Sache. Wenn ich jetzt porte, ist er weg. Ja, ist er. Na, es ist es ist So, ich kann da oben... Also kann ich nicht zurück teleportieren. So viel steht also schon mal fest. Ich kann da oben jetzt einen hin teleportieren. Aber hier ist ja überall rot. Nur hier ist nicht rot. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte... Wie lange geht... es geht aber verdammt schnell runter. Da werde ich ja nie rechtzeitig schaffen, mich hier zurück zu portieren, hier rück, dann hier reinzuspringen und dann mit dem Strahl mich hier rüber zu porten. Oder?
Ich meine, ich könnte es ja mal probieren. Mach mal. Hallo. Ja, hoch geht's natürlich langsam, aber aus geht's wieder super schnell. So, mal gucken, wenn ich jetzt hier im Slow-Mo-Speed... Ne, ist, also so funktioniert es definitiv auch nicht. Naja, gut. Das soll es auch erstmal gewesen sein mit Angezockt The Swapper. Ich hoffe, das Spiel hat euch ein bisschen Spaß gemacht, beziehungsweise das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Und ihr mögt das neue Format Angezockt. 4 Folgen zu einem Spiel, um einen kleinen Vorgeschmack, einen kleinen Eindruck zu bekommen. Wie gesagt, hinterlasst mal Feedback. Wenn das gut ankommt, dieses Konzept, dann werden wir es definitiv öfters hier auf dem Kanal machen. Dann habe ich nämlich noch einen ganzen Stapel Spiele, die man einfach mal anzocken kann, um ein bisschen halt eben was vom Spiel zu sehen, wie es funktioniert, die Atmosphäre, die Steuerung und so weiter. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Angezockt und ich sage bis dahin.